Herzlich willkommen, guten Morgen nach ganz Deutschland. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Faustball Gold. Ja, 11 Uhr ist wieder die Zeit und ich sage herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt zu unserem Rückblick in der Faustball-Historie. Das ist klasse, dass ihr eingeschaltet habt und ja, dieses Mal steht alles im Zeichen des Frauenfaustballs. Ihr hattet ja die Chance abzustimmen, welches Spiel wir gemeinsam uns anschauen wollen. Und da hatte ich euch drei Begegnungen rausgegeben. Wir schauen nochmal drauf, welche Spiele das denn waren. Und ja, das waren die drei Bronzespiele der Frauenbundesliga, die drei deutschen Meisterschaftsspiele gewonnen hat. Das Spiel zweier Landkreiskonkurrenten, TV Brettorf gegen den SV Moslesfeen, war ein enges Match. 47% dann am Ende, die für diese Partie gestimmt haben. Und ich kann euch versprechen, beide Teams werden alles daran setzen, die Bronzemedaille der deutschen Meisterschaft von 2019 zu holen. Ja, und auch heute will ich nicht alleine auf die Partie zurückblicken. Da habe ich mir, wie sich das gehört, wieder eine Expertin an die Seite geholt. Sie ist schon in der Bretthofer Jugend deutscher Meister geworden, hat dann maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass die Frauen aus Liga 2 in Liga 1 aufgestiegen sind, dass man die erste DM-Qualifikation geschafft hat und dass man dann die Bronzemedaille bei der deutschen Meisterschaft in Moslesfeen geholt hat. Der 10. März 2019, der erfolgreichste Tag des Bretthofer Frauenfaustballs bisher. Und da wollen wir heute drauf zurückblicken. Ich sage herzlich willkommen an meinen Gast in der Sendung heute, Ida Heumann. Ja, hallo. Hallo Ida. Ah, die Leitung steht. Wer jetzt denkt, das kann doch nicht so schwer sein, aus Oldenburg nach Bretthof ist das nicht so weit. Ida ist in Vaihingen-Enze uns zugeschaltet. Da ist die Leitung dann doch etwas länger, aber das funktioniert hervorragend. Ja, Ida, ich habe gerade schon mal so skizziert, wie das so war, wie du die deutsche Meisterschaft in der Jugend U18 noch geholt hast. Aber da warst du auch schon Teil des Bundesliga-Teams der Frauen. Kannst du dich noch erinnern, als du so deinen ersten Spieltag in der Bundesliga absolviert hast? Ja, tatsächlich kann ich mich noch dran erinnern. Es ist meine zweite Saison in der ersten Mannschaft gewesen und das war halt, also wir sind gerade aufgestiegen und es war einfach verrückt. Wir waren zu fünf nur, weil eine Spielerin verhindert war beruflich. Völlig nervös, ich war super jung und am Ende haben wir gegen Schilp und Kellinghusen 2-3 jeweils verloren. Also auch kein erfolgreicher Spieltag, aber für mich, ich war so stolz, da spielen zu können und es hat mir trotzdem mega viel Spaß gemacht. Und auf jeden Fall ist es eine Erinnerung, die ich nicht vergessen werde. Ja, das glaube ich. Wie ist denn das? Deutsche Meisterin, bist du dann ja auch in der Jugend gewesen, habt auch deutsche Meisterschaften ja vorher schon gespielt. Wie groß ist der Sprung dann noch von so einer U16, U18 DM dann in die Frauenbundesliga? Boah, das ist enorm. Also du hast halt in der Jugend die ganze Zeit deine Mannschaften und die Spielerinnen, die kennst du von Anfang an, sind immer die gleichen in deinem Alter. Und dann steht auf einmal eine Stefanie Dannecker oder eine Sonja Frommer vor dir, die schon zahlreiche Frauen-A-Kader-Titel gesammelt haben. Und dann steht man da als 18-jährige kleine Maus und will die Bälle abwehren. Also das ist schon ein riesiger Unterschied. Ja, es war ja auch jetzt nicht unbedingt so, dass du in so eine Mannschaft reingekommen bist, die Bundesliga-Erfahrung en masse hattet. Es war immer so, dass die Bretthofer Frauen zwischen Liga 1 und 2 hin und her gependelt sind. Wie schwer war es dann wirklich auch, gegen die etablierten Teams sich zu behaupten? Oh, das war schon echt schwer. Also wir waren halt eine super junge, unerfahrene Mannschaft. Aber gerade das hat uns jetzt halt auch so zusammengeschweißt, weil wir alle jung waren. Also gut, ich war noch jünger als die anderen. Aber wir haben uns halt einfach dann zusammengefunden, haben die schweren Zeiten durchgestanden mit Rike Buck als Trainerin. Das hat echt super funktioniert. Und dann, als Laura Marowke dann zu uns gekommen ist, dann haben wir nochmal einen richtigen Kick nach oben bekommen. Und jetzt haben wir uns ja auch in der ersten Liga etabliert, sowohl in der Halle als auch im Feld. Und das war am Anfang ja nicht ganz der Fall. Ja, wir würden, ich würde noch mal ganz gerne so ein bisschen das mir angucken, wie das so lief in der Vergangenheit. Ich
habe da eine Grafik vorbereitet, dass man sieht, wie ihr von der Regionalliga in die Bundesliga marschiert seid. Schauen wir mal, ob wir die vorliegen haben. Haben wir gerade noch nicht. Ja, geht weiter. Okay. Da kommen wir nochmal sehen. Platz 6 war es in der Saison 2008, 2009 in der Regionalliga. Und dann ging es Schlag auf Schlag steil nach oben. Aufstieg in die zweite Liga, gleich durchmarschiert in die erste und dann immer so hin und her. Du hast jetzt schon angesprochen, als Laura dann dazu kam, das war schon extrem wichtig und gut. Wie viel ja, hilft das, wenn man so eine erfahrene Spielerin dazu hat? Also das hat uns so viel geholfen. Wir haben immer gut mitspielen können in eigentlich jeder Partie, aber dann hat immer so das letzte bisschen gefehlt. Dann wurden wir unkonzentriert im letzten Satz und haben die Partie verschenkt, obwohl wir sie auch hätten gewinnen können. Und mit Laura kam einfach nochmal so viel Erfahrung und Sicherheit rein und sie konnte uns einfach super führen und hat das Spiel dann einfach nochmal komplett verändert von uns. Ja, wir haben jetzt die Grafik vorliegen. So, schauen wir noch mal drauf. Da sieht man mal, das ist doch innerhalb der 10 Jahre ein ganz guter Durchmarsch gewesen. Dann ja, 2017, 18 sehen wir Platz 2 in der ersten Bundesliga Nord der Frauen. Ja, da habt ihr euch das erste Mal für eine Frauen-DM qualifiziert, die dann in Illertissen stattgefunden hat. Wie groß war die Freude, als man ja, das geschafft hat, mehr oder weniger aus dem Abstiegskampf innerhalb von einer Saison dann ja, plötzlich um deutschen Meistertitel mitspielen zu können? Ja, das war schon richtig cool. Also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir direkt Zweiter in der Liga werden. Das war halt nie zu träumen. Davor die Hallensaison sind wir gerade so vom Abstieg davongekommen, weil Selsing zurückgezogen hat und wir dadurch noch einen Startplatz bekommen hätten. Also eigentlich hätten wir die Saison nicht mal in der Liga gespielt. Und dann machen wir den zweiten Platz und dürfen auf eine deutsche Meisterschaft. Also das war wirklich richtig toll. Ja, das passte ganz gut. Ne? Selsing hat zurückgezogen. Das war auch dann der Glück, das Glück, dass Laura zu euch gekommen hat. Also gekommen ist, das war Glück im doppelten Sinne. Wie hast du denn dann so die Spiele erlebt? Die erste DM der Frauen gegen Dennach und Aibach, das war ja schon nicht so schlecht, die Ja, Gegnerin. also es hat mega viel Spaß gemacht. Wir haben halt einfach gedacht, ja, wir haben hier nichts zu verlieren. Wir können nur gewinnen an Erfahrung oder halt an Spiel. Hat dann am Ende leider nicht mit den Spielen geklappt, aber es war trotzdem eine richtig coole DM. Auch wenn wir in der Vorrunde rausgeflogen sind, haben uns diese Spiele super viel gebracht, auch um mehr über uns zu erfahren und wie wir halt mit solchen Situationen umgehen sollen. Und also am Ende war es trotzdem eine erfolgreiche DM-Teilnahme für uns. Genau, wir schauen noch mal rein in das Spiel gegen Dennach. So ein paar Szenen haben wir da. Es war ja auch mehr oder weniger so, dass ihr ja in allen Sätzen sowohl gegen Aibach und Dennach dran gewesen seid. Das war eine ganz enge Angelegenheit oft. Was hat dann immer so ein bisschen gefehlt? War das noch so die Unerfahrenheit im Team? So die letzte Kraft, das zu drehen, und dann hat es am Ende nicht geklappt. Ja, aber du hast auch schon gesagt, man nimmt auch aus solchen Niederlagen viel mit. Waren dann am Ende ja auch die beiden Finalisten der deutschen Meisterschaft. Also mehr oder weniger war das Ja. die absolute Hammergruppe. Aber das treibt dann auch noch mal mehr an und gibt Motivation, noch mehr zu tun, dass es dann beim nächsten Mal den Schritt weiter reicht. Auf jeden Fall. Ja, doch, es hat super viel Spaß gemacht, da zu spielen. Und wir waren nah dran. Das hat uns halt Hoffnung gegeben oder beziehungsweise nochmal Stärke gegeben, dass wir einfach nur weiter an uns arbeiten müssen und dann spielen wir da oben mit. Und das haben wir dann ja auch in der nächsten Hallensaison so versucht umzusetzen. Genau, und das habt ihr nicht nur versucht umzusetzen, das hat auch noch ganz hervorragend geklappt in der Hallensaison da drauf. 13 Siege aus 16 Spielen, Platz 1, die Nordmeisterschaft. Da hat man wahrscheinlich vor 3 Jahren vorher das nicht mal ja, zu träumen gewagt, dass das möglich ist. Wie hast du die Saison so überhaupt erlebt? Lief alles nach Plan dort? Also tatsächlich war es eine richtig coole Saison. Ich glaube, es war bis jetzt mit Abstand meine Lieblingssaison mit den Bretterfahr-Mädels. Aber es lief nicht immer alles rund. Wir hatten auch so unsere Probleme, ein paar verletzungsbedingte Probleme. Ja, aber an sich war es trotzdem eine super erfolgreiche
Saison und hat mega viel Spaß gemacht. Ja, die DM-Quali geschafft, Nordmeister. Was nimmt man sich dann vor für so eine deutsche Meisterschaft in Moslesfehn? Ja, also ein Medaillenplatz auf jeden Fall. Wir wollten am liebsten natürlich ins Finale. Wir hatten ja die halbe Halle mit unseren Fans befüllt und wir wussten, dass es voll sein wird, dass wir angefeuert werden. Und wir hatten einfach Lust, da oben mitzuspielen und wir wollten ins Finale. Wir wollten gerne einen Medaillenplatz und das haben wir dann am Ende ja auch geschafft. Genau, aber wir schauen erstmal auf die. Und da ging es Ja. gegen den DM-Gastgeber vom SV Moslesfehn. Man hatte sich vorher, wenn ich das so mitbekommen habe, schon Gedanken darüber gemacht, Moslesfehn dennoch in der Vorrundengruppe, da muss man eigentlich schon mal gegen Moslesfehn gewinnen, um auch dann weiterzukommen. Das lief auch am Anfang ganz hervorragend. Ihr hattet die Saison beide Spiele gewonnen, 3 zu 1 und 3 zu 1 beide. Wie hast du das Spiel so wahrgenommen? Ihr führtet auch in dem Spiel und dann am Ende seid ihr der Verlierer gewesen. Ja, das war irgendwie unser altbekannter Fehler. Wir haben das Spiel in der Hand und dann verschenken wir es einfach. Also wir konnten nicht den Sack zumachen, wir konnten das Spiel nicht mehr drehen und Moslesfehn ist halt eine super kämpferische Mannschaft. Und wenn man dann nicht 100% gibt, dann drehen die so ein Spiel ganz leicht, weil das ist so deren Spiel. Sie können halt einfach mit ihrer Stimmung, mit ihrem Teamgeist, können sie so ein Spiel drehen. Und da haben wir nicht gegengehalten. Wir waren wahrscheinlich nervös und konnten einfach nicht mehr so dagegen halten und ja, dann haben wir es trotz der 2-0-Führung einfach verschenkt. Ja, manchmal ist dann das Momentum plötzlich auf der anderen Seite und Ja. dann läuft es. Wir sehen auch hier, es war ein langer Ballwechsel und es war nicht der einzige lange Ballwechsel. Das ist schon eine echt kämpferische Mannschaft, die sich da durchschlägt. Und in eigener Halle war es für Moslesfehn auch ganz erfolgreich. Die Moslesfehnerinnen haben nicht nur gegen den TV Brettorf das Spiel gewonnen in der Vorrunde, sondern die haben dann auch gleich gegen den TSV Dennach den Sieg auch geholt und damit den Gruppensieg perfekt gemacht. Das alles, man muss schon sagen, war ein perfekter Samstag für die Gastgeberinnen und Sabine Grüning, die Moslesfehner Angreiferin, die seit vielen, vielen Jahren mit dabei ist, die hat sich für uns nochmal an den Tag erinnert, an diesen DM-Tag und da schauen wir jetzt mal einmal drauf, was sie so an Erinnerungen noch hat. Trotz dessen, dass man die deutsche Meisterschaft ausrichtet und dann ja schon als Ausrichter auch qualifiziert ist für die deutsche Meisterschaft, möchte man sich natürlich auch immer sportlich qualifizieren. Das haben wir in der Saison leider nicht geschafft, was natürlich erstmal enttäuschend ist. Trotzdem haben wir, ja, sind wir mit der Zielsetzung in die deutsche Meisterschaft gegangen, dass bei so einem Wochenende immer alles passieren kann. Und wir unser Bestes geben wollen, auch für die Fans, die natürlich ganz viel für die Meisterschaft gegeben haben und auch fleißig unterstützt haben. Von daher, ja, war die Zielsetzung natürlich, dass wir trotz der harten Gruppe, ja, alles geben wollen und dann mal schauen, was hinten rauskommt. Und im Endeffekt hat das ja auch gut geklappt. Also, wir haben die beiden Vorrundenspiele gewonnen. Und das war natürlich für die Fans super, für uns super und hat uns natürlich für den Sonntag dann auch beflügelt. Ja, für den TV Brettorf gab es das große Zittern dagegen, gegen den TSV Dennach, gegen den Titelverteidiger. Ja, wie angespannt bist du vor diesem Spiel gewesen? Das war klar, das ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Ja. Also ich war schon angespannt, gerade weil man halt so eine erfahrene Mannschaft gegenüber hatte. Die haben so viele Titel schon gewonnen. Die kennen diese Meisterschaften, die können solche Meisterschaften. Und also ich war auf jeden Fall sehr nervös. Aber im Endeffekt hatten wir einfach nichts zu verlieren. Und wir wurden nochmal richtig von Rieke, unserer Co-Trainerin, richtig motiviert. Und wir alle wollten einfach dieses Spiel spielen und unseren Fans nochmal was Schönes bieten. Und dann ist diese Anspannung einfach auch in den Hintergrund gerückt, sobald man dann auf dem Feld stand. Ganz genau. Und wir schauen noch mal in den Matchball rein. Ah, ist nicht der Matchball, der kommt gleich. Menschenskinder, da
Bin ich. Da hat der Schein kurz getrübt. Gibt uns die Gelegenheit, noch mal ein bisschen auch über die Dennacher Mannschaft zu sprechen. Du hast gerade gesagt, super erfahren, die Truppe, die wissen alle, was sie zu so tun. Was hattet ihr euch so als Matchplan zurechtgelegt? Wie wolltet ihr diesen übermächtig erscheinenden Gegner knacken? Naja, also wir wussten, dass wenn wir mit unserer Stimmung die ganze Zeit oben bleiben, dann werden wir es denen nicht leicht machen. Und unser Ziel war einfach, sie nicht ins Spiel kommen zu lassen, sie aus der Fassung zu bringen, ihr Konzept zu durchbrechen und dass sie einfach nicht mehr ihr Spiel spielen können und dass wir denen unser Spiel aufzwingen können. Und das hat dann am Ende halt auch echt gut geklappt. Wir haben es davor gesehen gegen Moslesfeen, dass es möglich war, gegen Dennach zu gewinnen auf dieser Meisterschaft. Im Endeffekt hatten wir dann aber auch wieder das Gefühl, okay, jetzt haben sie verloren, die wollen es jetzt noch mal mehr. Und das war dann natürlich auch wieder ein Punkt, der uns da ein bisschen eingeschränkt hat, aber wir haben es trotzdem, haben wir einfach unser Spiel gespielt und versucht, sie nicht reinkommen zu lassen. Ja, ja, und am Ende habt ihr das Ding dann gerockt und gewonnen, vielmehr jetzt. Aber wollen wir nochmal auf diesen Matchball schauen. Vierter Satz, ihr führt 2-1 und dann habt ihr Matchball beim Stand von 10-9, also eine ganz enge Kiste in diesem vierten Satz. Und da schauen wir mal rein. Alle ist totenstill. Ja, sehr kurze Ball. Und Sonja passt auch wunderbar. Ja, jetzt gutes Zuspiel diesmal. Ja, und Lena eigentlich guter Ball, aber Karin Kehner passt auf. Der Ball ist weit, die muss die Luft nehmen. Ja, und da war vielleicht in dem Moment ein bisschen zu wenig Routine auf Brett auf der Seite. Aber kein gutes Zuspiel. Und jetzt fangen sie auf einmal wieder an mit den kurzen Bällen und bringen Brett auf etwas unter Druck. Aber ein super Zuspiel von Ida Hollmann. Und da ist der Ball. Den schafft sie nicht mehr. Und damit gewinnt Brettorf hier mit 3-1. Schlägt den Titelverteidiger, der mit einer Niederlage das Turnier startet. Ja, manchmal muss man die Angreiferin ja dann auch zum Punkt zwingen mit so einem hervorragenden Zuspiel. Wie viel ist da von euch abgefallen? Wir sehen das, wie ihr da jubelt. Ja, wie glücklich seid ihr gewesen, dass es im vierten Satz dann geklappt hat und ihr nicht nochmal in den Entscheidungssatz musstet? Ja, also das war echt unbeschreiblich. Wir waren so unfassbar glücklich, weil wir einfach das wieder gut machen konnten, was wir im Spiel davor versaut haben. Wir konnten den Sack nicht zumachen, wir haben das Spiel einfach nicht mehr drehen können. Und da sind wir nicht in die Verlängerung gegangen, haben tatsächlich nach dem vierten Satz mal das Spiel für uns entschieden. Und es war einfach ein richtig schönes Gefühl. Wir waren so happy, richtig stolz auf uns. Und das dann nochmal mit unseren drei Trainern, mit Pascal, Rieke und Tanja an der Seite. Das war einfach richtig cool, dass wir das dann mit denen auch noch teilen konnten. Ja, und der Jubel auf der Tribüne war auch groß. Tag 2, ja, mehr oder weniger gesichert. Ja, spannende Spiele, da kennst du dich ja mit aus. Nicht nur beim TV Brettorf Meisterschaften gespielt, sondern auch in der Nationalmannschaft. Zweimal Weltmeisterschaft gespielt, 2016 in Nürnberg, 2018 in den USA, in Roxbury. Hast du also viel, viel erlebt. Und wenn man mal so schaut, du bist gemeinsam mit Laura Kaub die einzige deutsche U18-Nationalspielerin, die zweimal Weltmeisterin in der U18 geworden ist. Man kann da schon bisher zumindest von einer kleinen Bilderbuchkarriere sprechen. Wie bist du denn eigentlich überhaupt zum Faustball gekommen? Mein Vater hat Faustball gespielt früher, aber auch bei einem ganz kleinen Verein in meinem Heimatdorf Ostritrum. Das kennt wahrscheinlich gar keiner hier. Und dann habe ich einfach mit meiner Schwester angefangen und wir hatten da super viel Spaß, super kleiner Verein. Ich glaube, wir hatten 3 Mannschaften, wenn überhaupt. Und so bin ich dann einfach dazugekommen. Brettorf war natürlich um die Ecke, aber da hatte ich jetzt noch nicht so den Ansporn, da zu spielen. Und so bin ich dann eigentlich zum Faustball gekommen, dass mich Papa mal mitgenommen hat. Und dann mit meiner Schwester zusammen haben wir da so eine Mannschaft aufgebaut. Ja, aber dann hast du gesagt, Brettorf spielte da noch keine Rolle. Das hat sich dann im Herbst 2012 ein bisschen geändert. Dann hast du gesagt, ich gehe nach Brettorf. Wie ist dazu gekommen und wie wurdest du da in Brettorf aufgenommen? Also aufgenommen wurde ich auf jeden Fall nett. Ich kannte die Mädels ja schon, also mittlerweile sind es ja auch richtig gute Freundinnen von mir. Und wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich ganz witzig, weil
Ich weiß nicht, ob das hier Leute kennen, aber wir haben ja Niedersachsen, das Niedersachsen-Schild. Und da durfte ich dann das erste Mal bei der Niedersachsen-Auswahl also bei der Weser-Ems-Auswahl mitspielen. Und das hat mich dann so angespornt, dass ich das cool fand, auch mal auf Leistung zu gehen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich will jetzt mit nach Brettow. Dann hat mich noch ein Vater von einer Spielerin aus Brettow an die Hand genommen, hat mich mit zum Training genommen und dann bin ich einfach da geblieben, hat mir gefallen. Genau, und die Sache mit der, dass du auf Leistung gehen wolltest, das ging ja auch dann weiter. Wann hast du das erste Mal so Kontakt mit der Nationalmannschaft gehabt und auch so dieses Ziel Nationalteam im Blick gehabt? Also gut, es gab ja die Bundeslehrgänge von der U13 bis U15. Da wurde ich dann eingeladen für. Da waren dann so meine ersten Kontakte zu Nationalniveau, sage ich mal. Und dann 2000, ich glaube, im Oktober 2015 war der erste Lehrgang dann für die U18 WM 2016 in Aibach. Und das war dann so wirklich mein erster richtiger Kontakt mit der Nationalmannschaft. Ja, war ein echt Ja, cooler Lehrgang. und du hast es am Ende dann auch über die Lehrgänge bis in den WM-Kader geschafft. 2016 die Heim-WM in Nürnberg. Ja, was war das für ein Erlebnis, da zu spielen, bis ins Finale und dann den Titel zu holen? Ja, also das war echt einmalig. Ich habe mir das gar nicht erträumen können vorher, dass mir einer sagt, dass ich Faustball-Weltmeisterin werde. Bei TUS Astrid angefangen, kaum Spiele gewonnen und dann am Ende darf ich mit der U18-Nationalmannschaft den Weltmeistertitel holen. Das war schon richtig cool. Und dann auch mit dem Team an sich, es hat so viel Spaß gemacht. War einfach ein richtig tolles Erlebnis mit den super vielen Fans. Da war zwar eine Riesenkulisse und dann da als 15-jährige kleine Ida zu stehen und dann da spielen zu dürfen, das wird mir für immer eine tolle Erinnerung bleiben. Ja, das war schon eine Wahnsinnskulisse. Ich kann mich noch erinnern, als ich da im Vorfeld der DM, der WM mit den Aibachern zusammensaß, die sagten dann, Kartenvorverkauf ist noch überhaupt nicht angelaufen, hoffentlich kommen Leute. Und dann wurden sie förmlich überrannt. Das war schon beeindruckend und klasse. Wir haben auch ein paar Bilder noch vorliegen von den Weltmeisterschaften, die du beide gespielt hast. Da sehen wir die WM 2016, aber auch WM 2018. Das war ja nochmal was anderes. Da bist du dann als Kapitänin mit dem Team in die USA gereist. Wie hast du das erlebt? Ja, das war auch super cool. Es war halt ein ganz anderes Feeling als in Aibach. Erstmal dieser lange Flug, komplett andere Kultur, anderes Land. Das war dann allein schon ein richtiges Highlight. Und mit dem Team, wir haben uns so gut verstanden. Also es war wirklich auch mit den Trainern, es hat so gut gepasst. Mit der Jungsmannschaft, es war einfach an sich schon cool, mit denen dahin zu fliegen und dann noch eine WM zu spielen als Kapitänin von der Mannschaft. Das war auch auf jeden Fall richtig cool. Nochmal ganz anders als in Aibach, aber auch ein Riesenerlebnis für mich. Ja, und den zweiten WM-Titel hattest du dann auch noch auf dem Rückflug im Gepäck. Ist ja auch nicht so schlecht. Schauen wir mal von der U18-Nationalmannschaft jetzt der Sprung Richtung WM der Frauen. Du bist im erweiterten Kader, 14 Spielerinnen meine ich, sind noch drin. Genau. Nächstes Jahr soll die WM in Juna stattfinden. Ja, wie sieht da so seine Zielsetzung aus? Möchtest du da die nächste WM dann spielen? Ja, klar, ist das ein Ziel von mir. Also, ich habe immer noch Lust, in der Nationalmannschaft zu spielen. Natürlich bin ich jetzt noch nicht satt nach meinen zwei U18 Weltmeistertiteln, auch wenn die schon mal sehr cool sind zu haben. Nee, ich habe mega Bock da drauf. Das macht auch super viel Spaß mit der Frauennationalmannschaft. Die haben ihn super herzlich aufgenommen, auch wenn sie schon mega viel Erfahrung haben und ewig so zusammen, also die spielen ja schon super lang so zusammen und sind ein eingespieltes Team und dann kommen wir 2000er und 2001er damit zu und die haben uns mega herzlich aufgenommen. Und ja, jetzt ist natürlich das Ziel, da in den Kader zu kommen. Wir sind noch 14 Spielerinnen, alle richtig stark auf einem engen Niveau. Da muss ich dann auf jeden Fall noch viel an mir arbeiten, aber mein Ziel ist es definitiv. Ja, und vielleicht kannst du heute auch schon auf dich aufmerksam machen, positiv, indem du mit viel Faustballwissen glänzt. Denn Oh. wir kommen jetzt zum Faustballquiz. Ja, vielleicht schaut die Bundestrainerin ja zu und sagt, oh, im Kasten, auf dem Kasten hat sie schon mal ein bisschen was. Das ist nicht so schlecht.
Ja, aber das spielen wir natürlich nicht allein, das Faustball-Quiz. Das macht wenig Sinn. Wir hatten ja den Aufruf gestartet in der letzten Woche und einer, der wurde gleich zweimal genannt. Da scheinen einige sehr von seinen Faustball-Kompetenzen überzeugt zu sein. Wir begrüßen aus Segnitz Fabio Lauk. Hallo, Fabio. Hallo, hallo. Ja, perfekt. Das klappt. Ich höre dich. Das ist schon mal ganz hervorragend. Ja, Fabio bringt 18 Jahre geballte Faustballerfahrung mit, gehörte zum erfolgreichen EM-Kader 2019. Die U18 hat er den Titel geholt mit dem TV Segnitz. In der Feldsaison deutscher Meister geworden. Schönen Gruß noch an Nick Trienemeier, der das ja nicht wusste in der letzten Sendung. So einer hat es geschafft und er hatte den Titel mit dem TV Segnitz da geholt. Ja, Fabio, ich habe jetzt deutschen Meistertitel angesprochen, EM-Titel. Was ist so dein größter sportlicher Erfolg gewesen? Was würdest du sagen? Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, der EM-Titel war der größte Erfolg. Vor allem erstmal in den Kader zu kommen, damit habe ich eigentlich nicht wirklich gerechnet, nachdem der zweite Lehrgang nicht wirklich gut war, aber dann, wo es verkündet wurde, war ich ziemlich glücklich und dann auch nach einem ziemlich knappen Endspiel dann sich Europameister nennen zu können, da war ich schon sehr stolz darauf, ja. Ja, und dann bin ich jetzt mal gespannt, wie es mit dem Faustballwissen aussieht, dass du Faustball spielen kannst, das habe ich da bei der EM schon gesehen. Ja, ich erkläre euch mal kurz die Regeln, damit ihr Bescheid wisst, was zu tun gibt. Ich stelle gleich immer eine Frage und wenn ihr meint, oh, das könnte ich wissen, dann hebt ihr bitte die Hand und sagt euren Namen. Ich nehme dann die Person dran, die kann die Antwort geben und ist die Antwort richtig, gibt's einen Punkt. Ist sie falsch, freut sich der Gegner, dann bekommt der nämlich den Punkt. Und wir spielen so lange, bis der Erste oder die Erste da 4 Punkte gesammelt hat. Seid ihr beide startklar? Ja. Ida nickt auch, voll konzentriert schon. Die erste Frage, aufgepasst. Welcher Faustballverein hat bei den Männern als einziger außer dem TSV Funkstadt in den vergangenen 5 Jahren den deutschen Meistertitel gewonnen? Ja. Ida. Dann mach raus. VfK Berlin. VfK Berlin, das ist richtig. Das gibt den ersten Punkt. Sehr gut. Du weißt wahrscheinlich nicht mehr genau wann, dafür hast du mich. Feld 2017 und Halle 2018. Da konnte beide Male Patrick Thomas bei Funkstadt nicht mitmischen. Und da hat sich der VfK dann den Titel gesichert. So, nächste Frage. Welches ist der einzige Titel der Nationalmannschaften aus Deutschland, der nicht im deutschen Besitz ist? Ida. Ida, setzt noch mal einen drauf, ja. Männliche U21 und dann der Europameistertitel? Nee, das ist falsch. Ja, es ist der ein. Ja, 2019 haben wir den Titel in Tschechien geholt. Der einzige nicht im deutschen Besitz ist männliche U18, der WM-Titel. Das ist der, den Fabio gerne wiederholen will in den USA. Ja, Ida, hast du zu sehr über deinen Titel gejubelt? Da war gejubelt. Ich ja sogar dabei. Ja. Ja, aber wenn man dann selber gewonnen hat, dann gerät das schon in Vergessenheit, dass die Jungs da nur Platz 2 gemacht haben. Das geht schon in Ordnung. So, damit steht es 1:1. Nächste Frage. Wer ist aktuell Kapitän der deutschen Faustball-Nationalmannschaft der Männer? Fabio. Fabio. Fabian Sagstetter. Fabian Sagstetter, das ist richtig. Ja, die Bayern-Connection, die stimmt. Und damit geht Fabio in Führung. 2:1. Nächste Frage. Welche Spielerin in der deutschen Nationalmannschaft der Frauen läuft seit einigen Jahren mit der Trikotnummer 9 auf? Tja, wer ist schon so lange dabei? Wer könnte die 9 tragen? Ida ist mutig, versucht es. Ich glaube, es ist Anni. Anni? Annika Bösch, meinst du? Ja. Das ist leider falsch. Wäre Annalisa Aldinger gewesen. Deshalb war ich mit Anni, ich denke, nach, wie nennst du sie? Ach ja, nee, das ist Susi für mich. Ja, guck. 3:1. Führt Fabio. Nächste Frage. Puh. Welcher Landesverband gewann beim Deutschlandpokal 2018 in allen 4 Spielklassen den Titel? Fabio. NTB, oder? Der NTB, Niedersächsischer Turnerbund. Ida nickt anerkennend. Warst du dabei, Ida? Ja, ich war dabei. Ja, warst dabei. Fabio holt sich den Sieg. 4:1.
Passt, ne? 4 zu 1, ja genau. Ich komme hier schon mit dem Zählen durcheinander. Fabio, Menschenskinder, am Anfang hast du Ida noch machen lassen und dann hast du eiskalt zugeschlagen. Du bekommst, jetzt muss ich mich richtig drehen, von uns für die Teilnahme erstmal die Faustball-Clothing-Faustballtasse, ne? Damit du dich an den Sieg Cool, gegen Ida danke. gut erinnern kannst. Und bist auch im Lostopf für ein Ticket für die Deutsche Meisterschaft der Männer und Frauen 2021 in Brettorf. Losen wir dann am 4. Advent aus. Also da drücke ich dir die Daumen. Ja, sag Ja, vielen danke schön. Dank und wünsche dir Ich viel danke Erfolg. dir. Drück die Danke. Daumen, dass du ja die WM 21 dann in Gariskirchen in der U18 mitspielen kannst. Jo, danke. Viel Erfolg und schöne Grüße zu dir nach Segnitz. Tschüss. Jo, ciao, ciao. Ciao. Ja, ne, kurz reingeschaltet und gleich Erfolg gehabt. So läuft das. Ida, aber du warst mutig das ein oder andere Mal und ich will auch gar nicht weiter drüber sprechen. Wir kommen lieber ganz schnell zu einem Erfolg zurück und das ist die DM 2019. Das lief doch etwas besser, wobei, wir kommen zum Halbfinale. Wir starten in den zweiten Tag, in den DM-Sonntag. Ihr hattet Platz 2 in der Gruppe, musstet gegen den Gruppensieger vom TSV Calw ran und Calw hatte ja, schon eine hervorragende Bundesliga-Saison gespielt, hat bei der DM gegen Tannheim und Kellinghusen kurzen Prozess gemacht, beide Male 3-0 jeweils gewonnen. Ja, das war schon ein echtes Top-Team. Was hattet ihr euch da vorgenommen? Wie wolltet ihr gegen Calw bestehen, gegen diese Übermannschaft zu diesem Zeitpunkt? Ja, uns war tatsächlich schon vor dem Spiel bewusst, dass es eine sehr, sehr schwierige Partie wird. Ja, von Außenstehenden kam dann teilweise schon der Spruch so, ja, konzentriert euch einfach aufs nächste Spiel. Die haben gar nicht mehr dran geglaubt. Ja, aber man muss auch leider sagen, dass wir komplett unterlegen waren. Also, wir konnten überhaupt nicht unser Spiel machen. Wir kamen nicht rein. Ich weiß nicht, wie viele Punkte wir in dem Spiel gemacht haben. Es waren nicht viele. Die Kalverinnen waren einfach an dem Wochenende nicht bezwingbar. Die waren so unfassbar stark. Steffi und Henny haben da vorne einfach wirklich Weltklasse gespielt und wir konnten nicht mithalten. Ja, die Kalverin, die waren sowas von eine Macht an dem Wochenende. Vorher bei den Meisterschaften, ja, manchmal wackelte es dann, wenn es drauf ankam, Ja. schon in der Vorrunde oder im Halbfinale, aber in dem Spiel oder an dem Wochenende, ja, da lief alles nach Plan. Wir schauen mal auf den Matchball, auch wenn es schwer fällt jetzt auf den Kalver-Matchball. Schauen wir mal rein. Ah. Karin Kleener inzwischen an der Angabe. Und Henriette Schell. Ja, sie. Wer sonst? Aber Ida Hollmann holt den Ball noch sehr gut raus. Ja, und jetzt kann Sandra auch mal ihre Klasse beweisen. Gute Abwehr. Der Ball ist sehr weit, er muss die Luft nehmen und ihr gelingt es auch. Die nächste Chance vom Brett auf den Ball abzuwehren. Und die Schiedsrichterin gibt auch nicht berührt. Und Calw Tada. hat damit die Medaille sicher. War es nochmal ein langer Ballwechsel? Ihr habt euch ja gegen die Niederlage mehr oder weniger gestemmt. Hat am Ende nicht ganz geklappt. Wie groß war die Enttäuschung oder hielt sich die in Grenzen, weil es dann doch so deutlich war? Ja, es hielt sich dann tatsächlich in Grenzen, weil es einfach so deutlich war. Wir hatten keine Chance und dann haben wir das Spiel auch echt direkt abgehakt und haben gesagt, ja, das war's nicht. Wir wollen jetzt den dritten Platz und das war's dann einfach. Also, wir haben uns gar nicht mehr so mit dem Spiel beschäftigt, haben einfach wieder unsere Köpfe frei gemacht, sind jetzt auch nicht direkt, also wir haben es dann auch von der Tribüne erstmal ferngehalten, dass wir wieder komplett auf uns fokussiert bleiben. Ja, dann wollten wir einfach nur ins nächste Spiel starten. Genau, und da war es ja auch ganz gut, dass das Bronzespiel mehr oder weniger direkt danach kam. Man gar nicht so lange sich den Kopf zerbrechen musste über das Halbfinale. Gegner in diesem Bronzespiel, das war der SV Mosselsfeen. Die Mosselsfeenerinnen, die hatten ihr Halbfinale etwas knapper verloren gegen Kellinghusen. Das war wieder ein Fünfsatzfight für den SVM. 2 zu 3 haben sie das Ganze verloren. Wir schauen mal so generell auch auf die Bilanz Brettorf gegen Mosselsfeen in der Zeit. Erste Bundesliga oder Deutsche Meisterschaft. Und da sehen wir, so rein von den Zahlen und Fakten war Mosselsfeen in diesem Spiel mehr oder weniger
Ja, da schon der Favorit, hatten dazu dieses Vorrundenspiel am Samstag gewonnen. Ihr habt schon so viele Spiele auch gegen Mostviszeren gemacht. Was ist das für eine Mannschaft, die Mostviszerinnen? Wie muss man gegen die antreten, um eine Chance zu haben? Ja, also es ist einfach eine super kompakte Mannschaft. So einen Teamgeist haben die auf dem Feld. Die kämpfen um jeden Ball und die haben auch nie einen schlechten Tag. Also die haben immer ihre Leistung und eigentlich ist das Entscheidende, dass wir unsere Leistung bringen müssen, damit wir da mithalten können und vielleicht auch dann halt gewinnen können. Und wir kennen uns gegenseitig halt so gut. Wir wissen, wo unsere Stärken, unsere Schwächen liegen. Und das war dann natürlich nochmal wieder was anderes dann gegen die zu spielen, auch in deren Halle mit etwas speziellen Boden, wie ich finde. Ja, ist auf jeden Fall super schwierig, gegen die auf eigenem Boden dann da zu gewinnen. Das stimmt, die Halle hat schon so ja, den eigenen Reiz. Wir schauen mal auf den DM-Sonntag aus Moslesfener Sicht. Sabine Grüning haben wir eben schon gehabt und die nimmt uns jetzt auch noch mal mit in ja, ihre Gedanken und ihren Ablauf mit den Moslesfener Frauen am Tag 2 der Heim-DM von Moslesfehn. Da es ja am Samstag ziemlich gut lief und wir alles erreicht haben oder eigentlich noch mehr erreicht haben, als wir uns erhofft haben, hat man dann natürlich Blut geleckt und möchte dann auch ins Finale kommen. Dann ist es natürlich umso heftiger und sehr bitter, wenn man das Halbfinale verliert. Und vor allen Dingen dann war es ja auch noch ziemlich knapp und ja, dann steckt das Spiel natürlich in den Knochen. Aber vor allem auch, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir am Samstag auch hauptsächlich oder ich glaube auch nur 5 Satzspiele gespielt. Da hing der ganze Samstag natürlich auch sehr in den Knochen. Dann wird es ja natürlich beim letzten Spiel der Meisterschaft nochmal anstrengend. Aber ich denke, die Voraussetzungen gelten ja für alle Mannschaften. Hans Bretthauf hat am Samstag genauso gespielt wie wir und hatte auch ein Halbfinale. Von daher sind beide Mannschaften mit der gleichen Voraussetzung ins Spiel gegangen und ich glaube, man hat seinem Spiel auch nicht mehr so wirklich gemerkt. Also wenn man dann unter Adrenalin steht, dann ja, spielt man einfach und denkt nicht mehr so darüber nach, dass man kaputt ist. Ja, und wir werden gleich auf dieses Spiel nochmal ganz genau schauen, auf dieses Bronze-Match. Vorher, Ida, Olli Speth hat das ja auch schon mitgemacht, gibt es ein kleines Spiel, was wir noch spielen wollen. Und das Ganze hat den schönen Namen, wer würde eher? Du musst da so ein bisschen ja, deine Menschenkenntnis unter Beweis stellen bei ein paar Personen, die du, so viel glaube ich zumindest, ganz gut kennen könntest. Wir schauen mal, wen wir da rausgesucht haben und gegen wen du da, oder mit wem vielmehr, du versuchst, Punkte gemeinsam zu erspielen. Wir haben die dreimal für dich vorbereitet. Ja, so, nicht groß verwunderlich. Deine Mitspielerin aus Bretthofer Zeiten, Jule Weber, ist dabei. Dazu, Oh. ja, Luca von Loo, mit der du den WM-Titel 2018 geholt hast in den USA. Und, ja, wie sollte das anders sein? Johannes Junghlausen, der jetzt wieder beim TV Fein Gentz aktiv ist, auch der hat sich bereit erklärt, mal zu gucken, wie gut ihr euch eigentlich kennt. Kurz dazu, ja, da wollen wir mal gucken, nicht, dass es dann nachher noch Krach gibt. Ich stelle gleich einfach eine Frage, was du glaubst, wer von euch beiden das eher machen würde. Und dann schauen wir mal, ob die andere Person das auch so sieht. Wir starten mal mit der ersten Runde. Und da ist die Frage, du oder Jule, wer von euch ist vor einem Spiel nervöser? Was meinst du? Puh, schwierig. Ich habe Jule noch hat nie es. mit Jule, ich habe noch nie mit ihr über Nervosität geredet. Oha. Dementsprechend glaube ich, dass ich nervöser bin. Wir sind mal gespannt, was Jule dazu sagt. Ich glaube, wir sind beide relativ normal, was die Nervosität angeht. Aber trotzdem glaube ich, dass Ida schon mehr Erfahrung hat mit Endspielen, gerade auch in der Nationalmannschaft, dass sie da doch ein bisschen cooler und gelassener rangeht. Deswegen würde ich sagen, dass wahrscheinlich ich nervöser bin vor einem Endspiel. Ja, genau. Das gibt 0 Punkte erstmal in der ersten Runde, aber macht nichts, wir haben noch ein paar Runden vorbereitet. Vielleicht läuft jetzt ein bisschen besser. Du oder Johannes, wer würde für Süßigkeiten eher die gesunde Ernährung über den Haufen werfen? Also
Also Johannes isst schon sehr, sehr gerne Gummibärchen. Ich glaube, da würde ich auf Johannes tippen. Aber ich esse auch super gerne Schokolade. Deswegen ist Ah es ja gut, eng. Aber ich jetzt glaube, reite dich da nicht noch rein, pass mal auf, was ich Johannes glaube, es ist sagt. Johannes. Eindeutig, ich liebe Süßigkeiten über alles und ich muss mich schon sehr stark zusammenreißen, dass ich auf Süßigkeiten verzichte. Ja. Guck mal einer an. Also ja, da kennt ihr euch doch da ganz gut. Da gibt es also auch schon mal einen Punkt. Da passt es. So, und jetzt wollen wir mal Luca von Loo mit reinbringen. U18 WM-Titel zusammengeholt. Da würde mich mal interessieren, wer steht denn nach dem Spieltag von euch beiden länger unter der Dusche? Luca. Schauen wir mal. Ida, ich bin ein Schnellduscher. Also ich glaube, ich bin Schnellduscher und ich Stimmt glaube, nicht. Ida ist eher so die Warmduscherin, die noch einen Moment länger unter der Dusche steht. Ja, guck Da mal kennen einer wir an. Da uns will sie nicht. von sich ablenken, was? Nee. Das passt nicht. Ja, Also ich bin mit auch eher eine Schnellduscherin. okay, gut. Also da hat es nicht ganz gepasst. Macht nichts. Wir spielen mal noch eine Runde weiter. Mit Johannes hat es ja eben ganz gut geklappt. Da ist dann jetzt die Frage, du oder Johannes, wessen Tasche ist nach dem Lehrgang denn chaotischer? Oh je. Das ist jetzt fies, weil beide sehr chaotisch sind. Also meine ist schon. Ja, ich sag meine. Deine ist chaotischer. Jetzt, und du hast gerade gesagt, Johannes ist eigentlich auch recht chaotisch. Also eigentlich ist er schon ordentlich. Ja, wir hören mal rein, was er Er dazu ist schon gesagt hat. ordentlich. Er faltet seine Sachen auf jeden Fall besser, als ich es tue. Gut, okay. Wir hören mal, was Johannes sagt. Ida, da ich lange mit Marco Lochmar zusammengespielt habe und er auch lange mein Trainer war. Und Marco ist, wer ihn kennt, weiß, dass er ein Perfektionist der sauber gepackten Tasche ist. Und ich glaube, da sind die einen oder anderen Funken auch übergesprungen. Und dadurch glaube ich, dass Idas Tasche ein bisschen chaotischer aussieht als meine. Ja, er ist da sehr von überzeugt, dass bei ihm alles ganz ordentlich aussieht. Wir machen mal weiter mit Luca wieder. Wer ist denn nach einem Sieg der DJ in der Kabine oder im Bus auf der Rückfahrt? Luca, auf jeden Fall Luca. Ich bin eigentlich nicht DJ. Ja, schauen wir mal. Oh nein. Gucken wir. Ah, wir suchen sie gerade noch. Frage 5. Ida, eher Ida, weil sie in Amerika im Bus auch immer DJ war. Aber ansonsten Echt? eigentlich Helle und niemand von uns beiden. Ja, Ja, Helle. guck Ja, mal, aber eigentlich ich bin nicht Helle. DJ. Ja, oh Mann, da. Auch nicht schlecht. Nächste Frage, Jule kommt zurück und da ist die Frage, du oder Jule, wen muss man denn eher zum Joggen zwingen? Jule. Definitiv Jule. Hören wir mal rein. Fahrradfahren wäre Jule sowieso. Also Ida ist jemand, die oft und auch, glaube ich, gerne joggen geht. Der macht das, glaube ich, auch einfach Spaß. Ich gehe eher, mache eher so Kräftigungsübungen. Macht mir persönlich mehr Spaß. Vor allem alleine joggen, finde ich, das macht mir einfach keinen Spaß, dass ich da dann alleine laufen muss. Deswegen würde ich sagen, dass man mich wahrscheinlich eher zum Joggen zwingen müsste. Ja, da liegt ihr richtig. Da seid ihr einer Meinung. Scheint wohl auch nicht so schwer gewesen zu sein. Nee. Jule ist da überhaupt nicht zu begeistern. Wir versuchen es nochmal mit Luca. Vielleicht klappt jetzt der erste Punkt. Wer ist denn der größere Morgenmuffel von euch beiden? Wenn man so morgens beim Frühstück bei der U18 WM gesessen hat. Ich glaube, Luca und ich sind einfach zugleich. Ich bin auf jeden Fall kein Morgenmuffel und ich glaube, Luca ist auch kein Morgenmuffel. Aber weil ich nicht denke, dass ich ein Morgenmuffel bin, sage ich, dass Luca der Morgenmuffel ist. Das ist eine gute Herangehensweise. Schauen wir mal. Ich hasse morgens aufstehen. Ich bin ein riesiger Morgenmuffel. Mich kriegt man gar nicht aus dem Bett. Ja, lässt sie sich aber nicht anmerken, dann, wenn sie beim Frühstück ist, dass sie nicht so Ja, hab begeistert ich noch ist. nicht gemerkt. Nee, gut. Zwei hätten wir noch. Noch einmal Johannes und du, wo ich mir die Frage stelle, wer ist denn der bessere Koch von euch beiden?
Ich. Definitiv ich. Nee, also Johannes kann auch richtig gut kochen, aber ich würde sagen, dass ich doch auch, also ich koche auch lieber, glaube ich, als er. Zumindest koche ich öfter. Er macht auch gerne dann mal was Schnelles, aber wenn er dann kocht, dann macht er auch schon was Richtiges. Aber ich würde eher sagen, dass ich die bessere Köchin bin. Johannes hatte da eine etwas andere Herangehensweise. Hören wir mal. Puh, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich würde mich favorisieren. Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen breiter aufgestellt, was das Kochen angeht, als Ida. Oh, ich glaube, da gibt es gleich noch ein Gespräch zwischen euch Ja, beiden. Er hat dann koche ich wahrscheinlich halt nicht jetzt mehr für ihn. so, er hat dann jetzt den Dienst in der Küche die kommende Zeit. Ja. Junge, Junge. Eine hätten wir noch und das, die finde ich ganz, ganz toll, diese Frage. Du oder Jule, was glaubst du, wer wäre die bessere Präsidentin der deutschen Faustballliga? So hat Jule auch geguckt. Das glaube ich. Das ist jetzt wirklich fies. Woran mache ich das denn fest? Ich sage jetzt einfach mal, dass ich die bessere wäre. Das traust du dir zu. Ja, dann wollen wir mal gucken, was Jule sagt. Ich würde sagen, Ida. Ich meine, sie studiert Lehramt. Das ist ja auch schon mal eine gute Voraussetzung. Nee, aber auch generell. Also sie weiß viel über Faustball. Sie kennt viele Menschen. Sie ist selber gut im Faustball. Sie hat schon viele Titel gewonnen. Ja, ist nett. Also ich glaube, dass Ida da einen guten Job machen würde. Ich würde sagen, Ida wäre ein guter Präsident für die DFBL. Ja, du lachst. Also Uli, meiners muss ich jetzt keine Gedanken machen. Du strebst das jetzt erstmal in der nächsten Zeit nicht an. Das Erstmal nicht, nee. erstmal nicht. Gut, dann haben wir das. Ja, ich habe hier fleißig mitgeschrieben mit den Punkten. Bei Jule und Johannes hast du zweimal seid ihr einer Meinung gewesen. Bei Luca einmal. Aber gut, so eine WM ist dann ja auch noch nicht so eine lange Zeit. Dann passt das schon. Und das mit dem Kochen, das klären wir dann nach der Sendung nochmal. So, wir kommen zurück ja, in die Faustballhalle, aufs Parkett. Und jetzt liegt der Fokus voll und ganz auf dem Bronzespiel der deutschen Meisterschaft in Moslesfien. Ihr habt einen 1:2 Rückstand gehabt, musstet euch mehr oder weniger wieder rankämpfen. Und beim Stand von im vierten Satz beim Stand von 9:9, so ist richtig. Da ist alles möglich in dieser Partie und wir gehen jetzt mal mehr oder weniger live rein im Real Life und schauen auf die Entscheidung des vierten Satzes. Den nächsten Punkt. Ja, guter Kurzer. Und diesmal ist Ida Hollmann zur Stelle. Zuspiel nicht weit genug nach vorne, aber. Weit ab, da bleibt nur die Möglichkeit des Rollers und aber ganz cool geblieben von Jule Weber. Bekommt man sicherlich auch mal einen Zitterarm, aber ganz stark hier. Und der Kurzer ist richtig gut, stark gemacht. Ja, man sieht ihn eigentlich schon ziemlich früh, aber starker Ball von Laura Marowka. Er wird jetzt auf Seiten von Moslesfien noch zu wenig gelaufen und den kurzen Ball gekämpft. Sabine Gröning ist zwar unterwegs, hat aber keine Chance für die Unterstützung der Mitspielerin. Und ja, wir haben den Satzball jetzt zum Satzausgleich. Die Angabe bringt keine wirkliche Gefahr und so die Chance für Laura hier diesen Satz jetzt zu beenden. Und natürlich mit einem kurzen Ball, aber Sabine hat da etwas dagegen. Ja, jetzt versucht sie den Haken. Der hat vorhin schon wirklich dreimal super gut geklappt. Aber in dem Fall Die Leine, in der Leine und damit die gibt es den wackelt entscheidenden und fünften Satz. ihr habt Satz Nummer 4 für euch entschieden. Wie tief hast du durchgeatmet, als da die Leine gewackelt hat und feststand, es geht in Schon den richtig. Entscheidungssatz? Ja, also schon sehr tief. Da war wirklich dann wieder alles offen. Wir waren wieder gleich auf, es stand 2:2. Das hat wirklich nochmal einen richtig guten Push dann gegeben, nochmal durchzuhalten. Ja, das ist ja dann auch meistens so, wenn man so wieder dieses Momentum so auf seiner Seite hat, das hat dann wirklich ja, euch mehr oder weniger in den fünften Satz auch reingetragen. Ja, Das definitiv. Also, 0:0.
Das hilft dann. Und wir werden es gleich auch nochmal sehen, ne? Die Bretthofer Fans, die da auf der Tribüne waren, du hast ja schon angesprochen. Ja, ein Drittel der Halle war in Schwarz und Weiß. Wie sehr pusht das, wie sehr gibt das Rückenwind, wenn man weiß, die stehen da alle hinter uns? Das gibt schon, also das kann man gar nicht erklären. Das ist so, es macht so einen großen Unterschied, unsere Fans hinterm Spielfeld zu haben. Die haben es so, so klasse angefeuert. Wirklich in jedem Moment haben die uns nochmal Stärke gegeben. Und das, also ich würde behaupten, das hat auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Unterschied nochmal gemacht, die dabei zu haben. Wie ist das? Es geht jetzt in den letzten Satz des gesamten Turniers, das weiß man mehr oder weniger. Ja, verdrängt man da auch die ein oder anderen Schmerzen? Weil nach so einem Wochenende, denke ich, ist man schon, ja, hat man schon gemerkt, was man getan hat. Ja, doch, also ich hatte schon auch ein paar Schmerzen. Ich hatte in der Saison ein bisschen Ellbogenprobleme und dann gerade so lange Bälle, die darauf geschlagen wurden, die taten dann schon auch weh. Aber in so einem Spiel merkt man das gar nicht mehr. Also da blendest du sowas komplett aus. Da geht es nur darum, den nächsten Punkt zu machen, den nächsten Ball abzuwehren. Und dann ist der Ellbogen auch mal egal oder der blaue Fleck oder die Prellung. Sowas zählt dann einfach nicht mehr. Ja, wenn man die Medaille vor Augen hat, dass das klappen kann, dann glaube ich das. Ja, wir wollen ja diesen fünften Satz mal komplett mitnehmen und immer in den Satzpausen, Timeout werden wir da ein bisschen sprechen. Aber ich würde mal sagen, Aaron Dumke und Marco Salzberger, die das beide kommentiert haben 2019, die haben jetzt wieder das Wort und nehmen uns mit in diesen fünften Satz. Klasse. Ball und da sind sie sich uneinig. Wer soll diesen Ball nehmen? Nana Arendt, Sabine Gröning schauen sich da an. Schaut natürlich sehr unglücklich aus und ja, damit der erste Punkt für die Ladies in Schwarz. Ja, jetzt gute Länge. Und Bretthoff kämpft und schafft es, diesen Ball zurückzuspielen. Ganz wichtige Szene hier auch, gibt gleich Aufwind für diesen weiteren Satzverlauf. Sabine Gröning bleibt eiskalt, völlig unbeeindruckt davon und er hat das Zuspiel vorne und bringt den Ball schön raus nach links Richtung Tribüne und hat Jule Weber nachher keine Chance, diesen Ball noch zu erreichen. Kurzer Ball. Und da hat Karin Meyer sich mal ganz, ganz lang gemacht. Jetzt wieder die Chance für Moslis Fehn. Den macht sie ganz, ganz klasse, täuscht auf. Karin Kleiner an mit der rechten Hand und legt ihn ganz lässig mit links dann rein. Schrei vom Bretthofer Trainer. Für diese Angabe lobt und Karin Kleiner ärgert sich da. Ärgert sich aber auch zu Recht, denn ist es hat wirklich unnötig viel zu weit, viel zu früh ins Feld gelaufen. Und das wird eiskalt bestraft hier von Sabine. Da sehen wir, das ist schon fast auf Freiwurflinie des Basketballkorbes in der Mitte des Feldes. Ja, 3-1 jetzt die Führung von Moslis Fehn. Ja, sie versucht es wieder über die Seite. Und den macht sie gut. Starke Angabe jetzt hier auf Bretthofer Seite. Und damit verkürzen sie. Und wer die Angabe hat, war auch sehr, sehr oft im Nachteil bei dieser Meisterschaft. Und wir sind gespannt, wie schnell Karin Meyer es jetzt hier schafft, Bretthoff vor Probleme zu stellen. Ja, ein Ass löst diese Situation natürlich immer perfekt. Schiebt den Druck dann rüber, direkt zum Gegner. Und hier, da haben wir wieder hinten die Lücke, die Bretthoff einfach aufmachen muss, weil sie den kurzen anders nicht in den Griff kriegen. Ja, der Laura Cording zeigt an, bitte, das ist ihr Ball. Einfach deshalb auch begründet, weil Ida Heumann etwas vorgerückt spielt, auf den kurzen halt mitgeht und dann muss halt Laura Cording auf der Seite ihres linken Arms mit rumrücken und abdecken. Und der Ball ist im Aus
Damit die erste 3-Punkte-Führung in diesem Satz. Wir haben den 5. Satz. Das bedeutet, wenn eine Mannschaft 6 Punktbälle erzielt, ist Seitenwechsel. Das heißt, es fehlt jetzt noch ein Punkt zum Seitenwechsel. Wir haben, bietet ihnen gleich die Chance hier. Und der Trainer schreit es noch von außen rein, achtet auf die Kurze, und es gelingt ihm aber nicht, diese zu erreichen. Und ja, jetzt deshalb der von mir angesprochene Seitenwechsel. 6-2, 4 Punkte die Front, aber das heißt noch nichts. 6-2, wir gucken uns den Kurzen nochmal an, Iga. Das ist sehr, sehr oft hin und her wechselt und auch Mosmes fehlen. Auch du hast nochmal versucht, da von hinten den Ball rauszuholen. Wie frustrierend ist das, wenn da ein Kurzer nach dem nächsten mehr oder weniger durchgeht und ja, Sabine Grüning und Karin Mayer euch da so ausspielen? Ja, ist natürlich mega frustrierend. Man kann nichts machen, ich stehe hinten, wie soll ich den Ball abwehren? Dann haben wir uns halt überlegt, dass ich noch ein bisschen vorgehe und mit auf die Kurzen spekuliere. Aber selbst das hat halt nicht funktioniert. Die hatten uns total im Griff, wir haben die Kurzen einfach nicht bekommen. Das war schrecklich. Ja, es tut mir leid, dass du es nochmal angucken musst. Mosses Film punktet. Auch hier wieder mit Karin Mayer. Wir schauen nochmal weiter. Fünf Punkte sind dann doch schon eine schwere Aufgabe. Laura kontert mit einem Ass nach außen über Marlin Schmertmann. Den Ball nicht mehr erreicht. Und wieder schreitet Karin Mayer zur Angabe. Wieder kurzer Ball. Wieder Punkt. Ja, wieder bleibt da stehen. Sie sieht eigentlich, Laura Cording ist ein bisschen schneller als sie. Und deswegen fällt auch dieser Ball rein. Ja, und was ich nicht verstehe, das brennt doch nicht, weil die Variante, die Kellinghusen vorhin erfolgreich gemacht hat, ausprobiert, einfach die Mitte nach vorne zu ziehen. So werden sie diesen Satz nicht holen. Ja, so hat Kellinghusen zumindest in 2 Sätzen, muss es für ihn klar, den Zahn gezogen. Denn das Risiko, den Ball lang nach hinten zu spielen, ist deutlich höher als den kurz gespielten Ball. Aber Laura antwortet mit einem fast identischen Schlag wie zuvor. Verkürzt zum 4-8. Mit einem Ass. Ja, die Brettdorfer Abwehr klebt weiterhin hinten auf der Linie. Ida kommt jetzt schön nach vorne, wie man sieht. Sie geht jetzt richtig offensiv rein und fordert Karin Mayer hier auf der anderen Seite heraus. Aber sie bleibt trotzdem den kurzen spielt. Völlig beeindruckt. Ja, den holt Sabine Grüning eigentlich nicht schlecht, aber die spielt den Ball genau in die Lücke, die ihre Abwehr reißt. Damit erneuter Punkt für Brettdorf und hier, die wittern hier gerade nochmal Luft. Wir haben zumindest von 5 Punkte auf 3 Punkte verkürzt. Und ja, mich würde es hier nicht wundern, wenn wir es hier gleich 9 beide stehen haben. Ja, und da hat sie mal die Herausforderung, vor die Ida sie stellt, angenommen. Mit dem Punkt. Ja, und auch jetzt hier dem Preller nur noch 2 Bälle. Ich schaue auf Till Holtmoskel, ob er. Ja, eigentlich jetzt eine Zeitpunkt wäre, eine Auszeit zu nehmen. Ja, ich glaube, so ein bisschen. Es wäre eher mal an der Zeit, bei einer 5-Punkte-Führung einfach taktisch zu spielen. Ja, der kurze Ball. Laura Marowke ist nicht die den rennt. Und deswegen würde ich sie einfach einmal anspielen. Immer weiter der kurze Ball. Und in diesem Fall hat er sich mal nicht gerecht. Ein bisschen ungenau das Zuspiel, ein bisschen nach links gerutscht, dadurch keine optimale Position. Im Gegensatz zu Laura, die den Ball vorne hat und sieht, dass die Mitte nach vorne kommt. Und ja,
Es kommt das Timeout und für mich ist, was Moslem steht hier gerade macht. Völlig ja, 7-8, Auszeit. Ida, da seid ihr rangekommen. 4 Punkte in Folge. Kurz davor stand es noch 3-8. Ja, bekommt man da irgendwie mal so Zweifel, 5 Punkte Rückstand im Entscheidungssatz, dass man da vielleicht nicht mehr rankommt? Auf jeden Fall waren da die Zweifel da. Wir haben einfach nicht die kurzen abwehren können. Wir hintereinander die ganze Zeit wieder sind die reingefallen und wir haben sie einfach nicht bekommen. Und natürlich fragt man sich dann so, okay, wir verlieren das, wenn wir jetzt so weiterspielen. Wir müssen was ändern. Und unsere Taktik war dann halt, mich vorzuziehen, weil die Mitte vorzuziehen ist ein einfacher Schlag für Karen Meyer. Die schlägt dann einen langen Ball auf Laura Cording und der ist dann halt unfassbar schwer anzunehmen. Und wenn ich vorrücke, ist es halt viel schwieriger, einen gezielten Ball in meine Ecke zu spielen, dass ich da Probleme bekomme, weil es einfach ein ungewohnter Schlag ist für die Schlagfrauen. Und damit haben wir dann einfach versucht, Karen Meyer aus dem Konzept zu bringen, die Kurzen endlich in den Griff zu bekommen. Karen Kleiner auf unserer Seite ist super gelaufen, hat die Kurzen abgewehrt und dann konnten wir endlich aufholen. Ja, Punkt um Punkt und so viel nehme ich mal vorweg, es ging damit auch noch weiter. Ja. Auch der ist wieder kurz, auch das Zuspiel sitzt wieder. Und da schafft Moses Fehn gerade noch so abzuwehren. Aus. Und da sind wir tatsächlich jetzt aus. Zu weit, zu doll. Und ich nehme alles zurück. Ich habe mich getäuscht. Es ist nicht beim 9 Beide der Ausgleich, sondern schon bei 8 Beide. Ja, wir sehen, es bleibt spannend. Es ist eng. Es ist ein Auf und Ab, ein Hin und Her. Ja, und trotzdem für mich immer noch unfassbar, dass ich 4-mal hintereinander den kurzen Ball spiele. 4-mal wehrt der Gegner ihn ab und 4-mal kassiere ich ihn. Ja, und jetzt versucht sie es mit dem langen Ball, aber auch der hilft nichts, wenn jetzt das Zuspiel von Brettorf kommt. Der Ball muss sie nicht entschärfen. Wollte ich gerade sagen, der ist gar nicht mehr so gefährlich. Und jetzt steht es 9-8. Und wenn man jetzt im Gesicht davon muss, das Fehl schaut, ist schon ein ziemlich verbissener. Teilweise ein bisschen Ratlosigkeit vielleicht auch, aber das, ja, der 7-2 führt. Okay. Und der 7-3. Ja, man schenkt es hier einfach gerade her. Ich versuche es weiter mit der Brechstange und auf der anderen Seite Laura Marowke, die Punkt um Punkt macht. Und auch hier wieder, es kann nicht sein, dass ich einer Schlägerin 6-mal am Stück die Chance gebe, anzugreifen und sie mit jedem dieser Bälle punktet. Ja, da musst du sie einfach aus dem Spiel nehmen. Da bin ich bei dir. Ja. Ja, wir sehen jetzt Till Olbos hier an der Seite nochmal Anweisung geben und sie wechseln noch einmal. Ja, ich glaube, das ist zu spät. Es sah nicht so aus, als ob Till Oldenbossen hier die taktische Angabe vorgibt. Das heißt, sie werden es wieder mit Dampf versuchen. Ja, und das ist einfach kein Problem für Brettorf. Und so heiß, wie Laura Marowke gerade drauf ist, kann sie das Spiel hier beenden. Und es ist natürlich ein kurzer, der reicht. Und damit gewinnt Brettorf. Da war es vollbracht. Platz 3. Mit diesem kurzen Ball. 8 Punkte in Folge. Habt ihr euch da förmlich in so einen Rausch gespielt? Auf jeden Fall. Also wir waren dann einfach komplett in der Partie drin. Jule Weber hier den letzten Ball abgewehrt. Erste Sahne. Und Laura Marowka hat einfach richtig, richtig stark gespielt, hat die Mosselsfehnerin dann auch aus dem Konzept gebracht mit ihren Angriffen. Und dann waren wir einfach wieder kompakt als Team, standen wir da auf dem Feld und konnten endlich aufholen und das Spiel für uns entscheiden. Also das war wirklich richtig cool, dann die letzten Punkte. Genau, und auch das sich nochmal anzugucken. Was ist das gerade nach so einem Schlussspurt mehr oder weniger? Was entlädt sich da alles so in einem? Also es war, ich kann es gar nicht beschreiben, es war so, so schön, wirklich diese Bronzemedaille hat für uns einfach so, so viel bedeutet, weil wir uns selbst erkämpft haben. Wir sind halt richtig gute Freunde, wir sind ein richtiges Team und es hat uns so, so viel bedeutet, dass wir das zusammen geschafft haben, das Spiel zu drehen und einfach auch unsere alten Fehler abzulegen, dass wir halt nicht so ein Spiel dann gewinnen, obwohl wir vorne lagen und obwohl wir
eine Zeit lang besser waren, dass wir uns das dann selbst verspielen. Und da haben wir endlich mal geschafft, durchzuhalten, unser Spiel zu behalten und wieder auch reinzufinden in die Partie. Das war in der Saison oder in den Saisons davor war das unser großes Problem, dass wir einfach nicht mehr in eine Partie dann reingefunden haben. Und das haben wir endlich geschafft und dann auch noch vor so einer tollen Kulisse mit den Fans. Das war einfach echt richtig cool. Also ich glaube, es war bis jetzt das schönste Fußballerlebnis, was ich hatte. Ja, und mit den Bretthofer Fans, die du gerade angesprochen hast, da wurde dann abends auch noch ordentlich gefeiert und der Medaillengewinn zelebriert. Auf jeden Fall. Ja, da wollen wir auch gar nicht, ich frage auch gar nicht nach, da wollen wir nicht ins Detail gehen. aber ich weiß, dass da ordentlich noch abends was lief. Ja, Ida, wir sehen hier nochmal die letzten Szenen, der letzte Jubel. DM 2019, letztes Jahr seid ihr nicht dabei gewesen. Bald, wenn es denn möglich ist, soll es auch wieder den TV Bretthof bei der DM geben. Wie sehen da so die Ziele aus? Auf jeden Fall, das ist unser Ziel. Wir haben die letzte Hallensaison nicht unser Potenzial ausgeschöpft, sage ich mal. Wir haben nicht das Spiel gespielt, was wir eigentlich spielen konnten. Und dann haben wir uns das einfach selbst versaut. Und jetzt ist unsere Motivation nochmal größer. Jetzt haben wir ein richtig tolles Trainerteam wieder an unserer Seite mit Tim und Christian. Und wir sind super zuversichtlich, dass wir das in der nächsten Saison dann gut meistern werden und wieder auf jeden Fall auf die DM spielen wollen. Ja, und ich bin mir sicher, ganz viele von denen, die da mit euch feiern, die werden euch dann wieder begleiten, um euch zu unterstützen und die mögliche Rückendeckung dann zu geben. Ja, Ida, ja. Das war's auch schon wieder. Das war unser Rückblick aufs Jahr 2019 und die Hallen-DM der Frauen in Moslesfehn-Hundsmühlen. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mich da unterstützt hast, um durch das Turnier zu finden. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen weiteren Zielen, persönlich im Nationalteam mit dem TV Bretthof. Und wünsche dir noch einen schönen restlichen ersten Adventssonntag. Tschüss. Ja, ciao, vielen Dank. Ja, und das gibt mir die Gelegenheit, hinzuweisen auf die nächste Sendung, denn das soll ja hier noch nicht die letzte gewesen sein. Zwar am nächsten Sonntag, 6. Dezember, gibt es die nächste Ausgabe vom Faustballgold. Welches Spiel wir da zeigen, darauf werdet ihr Hinweise bekommen in den nächsten Tagen. Auf Facebook und auf Instagram geben wir euch Hinweise. Und dann sind wir schon ganz gespannt, wer nächsten Sonntag dabei ist bei Faustballgold. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Bleibt gesund und dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Nächsten Sonntag, 11 Uhr, einschalten. Tschüss.